Hallo, ihr hört O-Sounds. Ich bin Rosi und wir reden heute über queer-gelebte Clubkultur. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich werde ganz normal selber auch vorstellen. Also, ihr müsst Nadine. Hi. Hi. Hallo, ja, ich bin Nadine, auch als Zuckerkettenfrau bekannt. Wer ich das nicht kenne, ist eine Kunstfigur, die sich mit Clubkultur beschäftigt. Aber in Kolonial FM4 veranstaltet selbst Nadine und Mitbekommerin der Clubkultur und darf den Kultursommer der elektronischen Musik vorziehen. Ja, danke. Benny ist auch da. Ja, also ich bin Benny. Ich bin für das Funkenflug-Kollektiv da. Wir sind ein ganz kleines Kollektiv, das gerade im Verena, muss ich auch vorstellen. Ich war bis Juni letzten Jahres bei Hausgemacht dabei. Die sind vor allem für die sexpositiven Zusammenkommen-Partys bekannt. Ich veranstalte auch ein sexpositives Festival mit, ein mehrtägiges, die Intimate Revolution in Wien und Berlin sind wir. Und eben seit Herbst letzten Jahres bin ich bei Claim the Space dabei. Das ist ein queer-feministisches Netzwerk aus verschiedenen feministischen Gruppen in Wien und eigentlich darüber hinaus und verschiedenen Einzelpersonen, so wie ich. Und wir organisieren eben als Antwort auf jeden Femizid, der in Österreich verübt wird, eine Kundgebung am ehemaligen Karlsplatz. Werde ich wahrscheinlich später dann noch mehr darüber erzählen. Genau. Sehr spannend. Okay, es gibt viel zu reden. Willi ist auch da und Willi ist bei Idee Clubkultur. Genau, also ich heiße Willi Hede. Für mich eben Day oder Keine oder Hen als Pronomen. Ich bin so seit circa 16, 17 Jahren in Wien aktiv, in verschiedenen Räumen und halt auch veranstaltend und bin Teil des Kollektivs Awareness Wien, Aber Wien und eben auch mit der Dien gemeinsam eines von 6 Gründungsmitgliedern der EG-Kultur und bin auch beim Kollektiv Altern Grund für alle, wo wir vor der Pandemie auch große Soli-Veranstaltungen organisiert haben und jetzt ein regelmäßiges Monatsprogramm haben. Okay, super. Also jetzt ist, glaube ich, ein bisschen deutlich geworden, um was es geht. Also vor allem interessiert mich natürlich eure persönliche Erfahrung, was ihr so erlebt habt als female, queere oder non-binary Personen oder Allies. Genau, und vor allem als ja, veranstaltende Personen. Und gestern war die Pride, wir sind alle noch ein bisschen müde davon und hatten aber, glaube ich, alle eine schöne Zeit dort. Genau, allerdings habe ich auch gesehen, dass Freundinnen mit mir negative Erfahrungen gemacht haben, gewaltvolle Erfahrungen, was genau auf der Pride natürlich nicht passieren sollte und was uns einfach mal gezeigt hat, okay, es ist halt, es scheint sehr viel Spaß zu sein, aber im Endeffekt passieren halt Dinge, die wir vielleicht gar nicht mitkriegen und das sollte eigentlich nicht so sein. Genau. Und wir wollen uns ja alle sicher fühlen auf solchen Veranstaltungen. Genau. Jedenfalls möchte ich deshalb mit Willi anfangen. Wie können wir Veranstaltungen machen, wo wir uns im öffentlichen Raum sicher fühlen? Und ja, Stichwort Awareness natürlich. Magst du vielleicht gerade das aktuelle Projekt reden? Wie funktioniert das vor allem im öffentlichen Bereich? Also ihr seid am Karlsplatz, habe ich jetzt gehört, und im Donaukanal. Ja. Genau. Ja, also ich glaube prinzipiell ist es sehr wichtig, das, was du jetzt eingangs schon gesagt hast, einfach festzustellen, dass halt der öffentliche Raum oder prinzipiell auch der Club nicht unbedingt automatisch ein Safe Space ist, auch wenn wir das vielleicht gerne hätten aus einer queeren und einer feministischen und einer antipatriarchalen Perspektive, sondern solange diese Gesellschaft so ist, solange wir in einem, ich sage immer so, in einer Gesellschaft leben, die so Gesamtscheiße reproduziert, die halt irgendwie patriarchal und kapitalistisch ist, brauchen wir, glaube ich, einfach Konzepte und Umgänge, wie wir halt in unseren Communities, in unseren Strukturen solidarisch Räume schaffen können. Und das ist halt eben leider nicht so, dass in dem Moment, wo da halt eine Kundgebung ist oder wir eine Party in einem Club machen, mit dem Eintritt in die Location, das Verhalten, was vielleicht ansozialisiert wurde, was ja auch in allen von uns steckt, da irgendwie abgestriffen wird, sondern das kommt halt raus in bestimmten Situationen.
Das kann natürlich sein, in dem Moment, wo wir halt selber schlechte Erfahrungen gemacht haben durch Trigger-Momente. Das kann aber auch sein, indem eben, wie du gesagt hast, auch Leute sich einfach scheiße verhalten. Ja, das passiert durchaus auch im Club, aber das passiert natürlich noch mal mehr im öffentlichen Raum. Und so gern wir hätten, dass Pride eine Party ist, ist es halt eben doch begründeterweise aus einem Riot entstanden. Und dieser Riot ist eigentlich, finde ich, manchmal sogar heute wäre das noch durchaus angebracht, weil wir sind nicht in der progressiven und schönen Gesellschaft, in der wir gerne wären, wo halt irgendwie die Diversität so gelebt werden kann, wie sie ist, sondern es ist immer noch so, dass es ja, Blicke und auch tatsächlich Gewalt gibt, wenn wir in einer nicht heteronormativen Art in den öffentlichen Raum treten. Und was wir halt versuchen mit den Awareness-Konzepten, ist halt auch diesen Begriff von Sicherheit anders zu denken. Und zwar nicht aus eben einem normativen Diskurs heraus, sondern eben zu sehen, dass gerade eben Personen wie wir, die vielleicht einen queeren Background haben oder halt eben auch Personen, die als nicht weiß wahrgenommen werden, Personen, die als migrantisch wahrgenommen werden, Personen, die halt als nicht männlich auch oft wahrgenommen werden, das ist ja auch schon ein großer Angriffsfaktor, ja, dass es da halt einfach unterstützende Konzepte braucht. Und das ist halt auch etwas, was halt bei der Pride jetzt nur begrenzt passiert ist, weil man hat eben die Berichte gelesen, dass es halt eben zu diesen Angriffen kam. Und ich glaube, das, was wir halt tun können, ist halt einerseits von VeranstalterInnen halt einzufordern, dass sie halt Sicherheitskonzepte umsetzen, die quasi uns als vulnerable Gruppen, kann man schon sagen, oder auch als Gruppen, die von diesen gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen asymmetrisch betroffen sind, unterstützen. Und auf der anderen Seite aber auch natürlich innerhalb von unseren eigenen Communities zu schauen, wie können wir uns stärken, wie können wir uns fördern, wie können wir auch für Sicherheit gemeinsam sorgen, weil eben ja, die Polizei sorgt halt nicht für unsere Sicherheit und auch im Regelfall umliegende Personen sorgen oft nicht für unsere Sicherheit. Es passiert oft, dass wirklich Situationen passieren, Leute einfach zuschauen, und ich glaube, das sind Dinge, die müssen durchbrochen werden, in denen Menschen sich auch sicherer fühlen, in Situationen reinzugehen, zu intervenieren und in denen wir uns gemeinsam auch stärken. Und sich irgendwie mitverantwortlich fühlen, oder? Ja. Und merken, das betrifft mich halt, wenn da drüben was passiert. Und es hilft uns allen, wenn ich einschreite oder eben mich mitbetroffen fühle, obwohl ich jetzt nicht die unmittelbar betroffene Person bin. Ja, also ich glaube, so diese Illusion, dass man halt im öffentlichen Raum, wenn man dann nicht dabei ist, dass es einen nicht betrifft, es kann dann halt das nächste Mal betrifft es halt dann schon, vielleicht nicht halt oder so. Und ich finde, das ist halt so eine grundsätzliche Solidarität, auf die wir hinwirken auch müssen, weil ja, das wird uns halt nicht gegeben, sondern das müssen wir uns tatsächlich nehmen. Also wir müssen uns den öffentlichen Raum nehmen und wir müssen uns den solidarisch nehmen. Und eben die Awareness-Arbeit ist halt ein Ansatz davon, wo wir das halt in einer organisierten Form tun, aber auch in einer bezahlten Form tun. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist der Anspruch schon eigentlich sowas überflüssig zu machen. Also ich will nicht, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo aufeinander achtsam sein und miteinander solidarisch sein etwas ist, wofür Leute bezahlt werden müssen, sondern das sollte halt eigentlich der Standard sein. Und ich habe das Gefühl, das ist aber ein saulanger Weg dorthin. Bis dahin wird es diese Arbeit sicher brauchen, aber in der Zwischenzeit müssen wir uns trotzdem Gedanken machen, wie können wir uns halt eben in unseren Strukturen so supporten, dass wenn da halt wirklich ein Angriff kommt, wenn da eine unangenehme Situation kommt, dass Leute dann nicht alleine zu Hause sitzen, dass das ist ja auch ein repressiver Moment, das ist ja auch etwas, was uns kleiner macht, was uns runterpusht, was unseren Anspruch an Gesellschaft, an Miteinander immer auch schädigt. So, und dafür brauchen wir halt ein gutes Miteinander, damit dann halt eben eine Pride irgendwann nicht mehr ein Riot sein muss, sondern tatsächlich vielleicht eine Party. Ja, dass wir es alle genießen können und eine negative Erfahrung haben. Okay, spannend, ja. Verena, du warst so lange Zeit hausgemacht und hast die sexpositiven Veranstaltungen Zusammenkommen mit veranstaltet und du warst im Awareness-Team, soweit ich informiert bin. Genau. Und das hat ja immer im Rahmen vom Club Kontext, also auch im Raum stattgefunden, so quasi. Wie war das denn? Magst du mal erzählen? Wie habt ihr euch da organisiert? Wie ist es abgelaufen? Und wo gibt es vielleicht auch Unterschiede zum öffentlichen Raum, was du jetzt erzählt hast?
viele Fragen. Ich habe so heute so im Halbschlaf nochmal drüber nachgedacht, wie das eigentlich nochmal, also wie das mit der Awareness auf den Partys angefangen hat. Mhm. Also bei mir ist das zusammengekommen, haha, dass ich also im Herbst davor auf dem ersten auf dem Vorläufer-Festival von der Intimate Revolution war als Volunteer und da schon diese Sex-Positivity irgendwie kennengelernt habe. Und da gab es, soweit ich mich erinnere, auch diese Art, also da nennen wir das eher Consent Angels, weil es halt da vor allem, also ist ja ein sexueller Raum, dann vor allem um solche Probleme geht. Und dann haben wir eben also das Konzept Sex Positive Rave aus Berlin geholt. Und ich glaube, in der Zeit habe ich mich halt allgemein schon mit Awareness beschäftigt oder hat auch so eine feministische Radikalisierung stattgefunden. Und ich habe gemerkt, diese ganzen kleinen Übergriffe, die halt total normal sind und die ich so, da habe ich schon Schlimmeres erlebt, irgendwie weggebrushed habe. Dass es da Bezeichnungen dafür gibt und dass es da Strategien gibt und dass es da eben auch dass da schon ganz viel dazu geschrieben wurde und dass es eben solche Strukturvorschläge gibt, um damit umzugehen in bestimmten Räumen. Bei den ersten Sex-Positiv-Partys war das noch sehr lose. Also ich hatte eben dieses Wissen, dass ich mir von so, keine Ahnung, vom Awareness-Kollektiv in Basel, die haben Ressourcen auf ihrer Website, das hatte ich mir halt durchgelesen und ein bisschen mit den anderen drüber geredet und habe gesagt, dann schauen wir da halt, dass da nichts passiert. Also, und das war sehr, also klar war es ein Lernprozess, kann man ja nicht dann auch gleich können, aber mit jeder Party, mit der dann auch das Interesse gewachsen ist, desto wichtiger ist es natürlich geworden, da sich zu professionalisieren in allen möglichen Richtungen, aber eben auch in der Awareness-Richtung. Und ich hatte da eben den Anspruch an mich, dass da alle auch auf einem ähnlichen Wissensstand sein müssen. Und letztendlich bei den letzten beiden Partys gab es dann, also war das Awareness-Team hat aus 30 Personen bestanden. Wir haben für den Darkroom ein eigenes Team gehabt, weil es dann nochmal spezielle Anforderungen halt gibt. Und da habe ich dann jeweils davor einen eigenen Workshop gemacht, wo wir uns, wo wir das eben durchgespielt haben, was kann da passieren und wie könnten wir darauf reagieren. Jetzt bin ich hier und weiß nicht mehr, was die andere Frage war. Ob das überhaupt das war, was du wissen wolltest. Nein, das war voll spannend. Also ich Anregungen oder jetzt hier so was. Achso, genau, also es war. Jetzt bin ich ja eben nicht mehr bei Haus gemacht und genau. Je mehr Abstand ich habe, desto mehr merke ich eben, dass das ein ziemlicher Kampf war, das durchzusetzen. Also dass das dann auch immer eine Geldfrage ist und am Geld misst sich ja dann auch, wie wichtig ist so eine Struktur. Du atmest nicht, ich weiß. Da misst sich dann halt, welcher Wert wird dem beigemessen eigentlich. Und da hatte ich das Gefühl, dann muss ich extrem kämpfen, dass das als wichtig genug empfunden wird und als Arbeit angesehen wird, weil wir da eben die Lösung hatten, dass diejenigen, die eine Schicht machen, die haben halt den gratis Eintritt. Ja. Ist halt ein sehr anderer Ansatz als bei Aber Wien, wo das halt Leute sind, die sich konstant damit beschäftigen, dann die ganze Nacht nüchtern bleiben und einfach diese Arbeit dort machen. Und in die Richtung habe ich mich inzwischen halt auch bewegt, dass ich denke, das ist so ein wichtiger Teil von diesen Räumen, dass das halt einfach nicht geht, dass man das so zwischendrin noch irgendwie macht. Genau. Also ich fand alle Leute, die da mitgemacht haben, denen war das auch total wichtig, aber es reicht eben, also muss strukturell irgendwie anders aufgebaut sein, als dass man das mal so 2 Stunden macht. Genau. Ich habe mir das Gefühl, dass es da viel in den Betrachtungswinkel eben auch geht, so dass Partys quasi eben genommen wurden, wie sie sind, und es ist ja klar, dass dann dort mal was passiert, weil es ist ja Alkohol im Spiel und das ist so quasi, wie du sagst, so kleine Übergriffe einfach schon so einen gewissen Gesellschaft, so eine Normalität schon einfach haben, dass es dann nicht mit einbezogen wird, dass das ja eigentlich ohne dem stattfinden könnte und dass es dafür quasi Geld braucht, dass man sagt, okay, es kann ohne dem sein und nicht, dass es einfach der Standard, den wir legen, dass es normal ist, dass halt sich irgendwer fetzt oder irgendwer eine Hand auf den Arsch legt oder sonstiges, sondern dass der Standard sein sollte,
jeder geht glücklich hin und geht vielleicht noch glücklicher und sicherer nach Hause oder kommt ins Taxi, ohne dass da jemand wieder einsteigt. Und so. Ja. Aber dass sich das langsam irgendwie ein bisschen dreht, weil viel mehr darüber gesprochen wird und auch Social Media und so davon helfen, eben so Allies zu bilden und sich zu vernetzen und da also Catcalling und Sachen, die einfach von draußen passieren, rauszusagen und dann zu sagen, okay, und dann im Club wollen wir es auf gar keinen Fall. Und was machen wir? Also ich merke einen starken Wandel so in den letzten Jahren. Dann trotzdem, also wie Verena gesagt hat, ich habe tief geseufzt, eben weil es halt auch ein Struggle ist. Also auf allen Ebenen, also jetzt nicht nur im Kontext von Awareness, sondern wir werden sicher auch noch darüber reden, generell mit queeren Ansprüchen in der Clubkultur, aber in Bezug auf Awareness-Arbeit, es gibt halt wirklich noch immer wenig Räume und VeranstalterInnen, denen das wichtig ist. Der Standard ist, dass halt irgendwie geglaubt wird, wenn man da halt ein paar Leute hat, die sich dann so pro forma mit drum kümmern, dass es dann halt erledigt ist. Es gibt schon Kollektive, die es schaffen, aus einem eigenen Team heraus das abzudecken, sich Konzepte zu überlegen. Ich finde auch nicht, dass man immer wirklich dieses Awareness-Team von extern braucht. Wir freuen uns auch total, wenn Gruppen sich da Konzepte überlegen und das selber ausfüllen und da wirklich eine Struktur dahinter bauen. Aber Awareness ist jetzt nichts, wo Leute einfach ohne eine Ausbildung dazu zu haben, zumindest eine Grundausbildung, das machen sollten, sondern das ist ein Konzept mit einer Struktur dahinter, die wirklich dafür da ist, um Leute unterstützen zu können. Und es braucht halt ein Bewusstsein dafür, wenn es diese Strukturen nicht gibt, dass es dann halt ganz oft die direkten Freundinnen sind, die sich darum kümmern müssen oder eben Bezugspersonen und dass es halt aber kein kollektiver Ansatz ist. Und in dem Moment, ich finde, das ist auch so eine Grundverantwortung von Veranstalten und Räume betreiben. Wenn ich ja den Raum aufmache, dann trage ich dann die Verantwortung dafür. Ich kann natürlich nicht für alles, aber ich kann trotzdem und ich muss mir, finde ich, Gedanken darüber machen, wie wird damit umgegangen, wenn was schief läuft. Und dafür braucht es Konzepte und Verantwortlichkeiten. Okay, Benni, also du kannst dich gerne noch vorstellen und dein Kollektiv, weil ich schätze sowas, genauso wie bei meinem Kollektiv, wir veranstalten auch im öffentlichen Raum, also und haben jetzt nicht die Möglichkeit, ein großes Awareness-Team aufzustellen so oder wie, ja, genau, und alles noch so do-it-yourself. Genau, magst du mir erzählen? Gern. Also wir sind bisher zwei Personen, die fix dabei sind, eben beim Funkenflug-Kollektiv. Und wir sind noch sehr am Anfang, also wir haben letztes Jahr angefangen, uns Gedanken zu machen und haben dieses Frühjahr jetzt wirklich gestartet, anzufangen. Also unser Ziel ist, einen Fahrradanhänger zu haben, wo man mobil ist, eine Box drin hat, die auch übrigens gern, wenn jemand die für eine Demo oder sowas haben kann oder auch einfach mal so ausleihen möchte, geht auch gern, die im Idealfall dann 10 Stunden im öffentlichen Raum eben funktionieren soll für unterschiedliche Sachen. Wir haben im Moment noch ein bisschen Probleme mit dem Strom und dem Anhänger, wie das so ist. Und ja, sind sonst auch einfach ein Musikkollektiv, machen auch Musik und es sind, hängen auch noch lose Leute dran und jetzt mehr zum Thema, also ein Thema, das wir eben schon auch haben, also wir machen jetzt nicht super große Sachen und haben auch noch nicht viel gemacht und jetzt gerade Beispiel Donauinsel, wenn man da was macht, das hat sich ja schon irgendwie gewandelt, dass mehr Leute einfach mal auf die Donauinsel fahren, schauen, was ist da los. Und das sind halt auch sehr unterschiedliche Leute. Das ist eben anders als in einem Club, wo man auch klar einen Überblick hat, wer ist überhaupt da. Und für uns oder mich ist eine Frage, eben wie kann man in so einem Bereich, wo alle Leute wirklich Zugang haben, das gut machen, vor allem als sehr kleines Kollektiv. Also weil, wenn wir zu zweit, zu dritt irgendwie dort aufbauen, also da sind natürlich auch noch andere Leute, die wir kennen, aber das dann irgendwie gut zu machen und diesem Anspruch irgendwie gerecht zu werden, das wäre natürlich das Ideal, aber wie man dorthin kommen kann. Und das andere ist auch eben das ganz Konkrete, wenn da jetzt eine Gruppe von 5, 6 Personen kommt, die ungut zu jemandem sind,
was für Möglichkeiten hat man eben gerade im öffentlichen Raum? Du hast vorher schon gesagt, eben die Polizei ist da nicht unbedingt eine Option, ja, oder nichts, worauf man sich verlassen kann, oft leider. Ja, ja, das stimmt. Das wäre eine Frage, die ich auch in den Raum stellen würde. Also tatsächlich sammeln wir gerade mit diesem Awareness-Sternchen-Projekt im öffentlichen Raum da sehr viele Erfahrungen. Wir haben da schon quasi, also momentan sind wir jetzt zumindest bis Ende Juli, wobei wir schon noch hoffen, dass das über den Sommer dann verlängert wird, im Donaukanal und Karlsplatz eben von 19 bis 4 Uhr früh unterwegs. Jeweils mit momentan zwei Teams, ab Anfang Juli dann mit einem dritten Team, was auch ein bisschen mobiler ist, im Sinne von, dass auch mal vielleicht woanders hinkommen kann. Ja. Und Lasträdern mit einer gut sichtbaren Fahne drauf. Und da ist es so, dass wir schon auch merken, dass bestimmte Dinge, die wir auch so aus Festivals und aus dem Club-Kontext kennen, durchaus funktionieren. Aber das ist halt einfach eine weitaus weitläufigere und auch diffusere natürlich Crowd ist sozusagen. Also man hat jetzt nicht die Möglichkeit, jemanden dann vor die Tür zu stellen. Mhm. Das ist vielleicht der große Unterschied. Aber trotzdem, glaube ich, kann man einfach sehr viel dieses Miteinander halt befördern. Und ich glaube so, weil du so als Frage formuliert hast, etwas, was immer schon sehr viel bringt in einem Kollektiv, ist sich halt diesen Fragen aktiv zu stellen und sich einfach zu überlegen, was sind Konzepte. Was ist einfach der Schritt, wenn sowas passiert? Wie gehen wir damit um? Okay, vielleicht, keine Ahnung, wir drehen dann einfach kurz die Musik. Mhm. Wir haben zwei Leute, die bleiben auf jeden Fall nüchtern, auch wenn wir eine kleine Gruppe sind. Dann hat man nochmal zwei Leute, die auch jemanden ansprechen kann, dann ist man schon zu viert. Und dann kann man zu viert dorthin gehen, das ist ein ganz anderer Eindruck. Und man kann sich dann ja auch irgendwie absprechen, wie man agiert, was in welchem Fall passiert und so. Und ja, ganz oft hilft ja auch einfach, in dem Moment, wo man da zusammensteht und halt irgendwie klar auch Grenzen aufzeigt, kann man schon ganz viel sich diesen Raum ja auch dann, muss ich sagen, fast behaupten oder so, weil der öffentliche Raum ist ja für allen da, aber trotzdem gilt es ja halt, dann diesen diskriminierenden oder übergriffigen Verhalten keinen Raum zu geben und sich dem gegenüber auch zu behaupten. Ja. Vielleicht kann ich da noch, also zu Claim the Space irgendwie den Schwenk machen, weil wir sind da eben am ehemaligen Karlsplatz, weil es, ich habe die Geschichte leider jetzt nicht im Kopf, aber nach zwei, glaube ich, Karls benannt ist, die bei der Hexenverfolgung involviert, also problematische Figuren auf jeden Fall, und es gibt halt irgendwie einen Prozess, Überlegungen, das umzubenennen auf irgendeine aktivistisch-feministische Weise, und da machen wir diese Demos. Und haben aber letzte Woche oder so auch eine öffentliche Podiumsdiskussion dort veranstaltet. Und da waren logischerweise vor allem Flinterpersonen auf dem Podium sowieso und auch im Publikum. Und Leute fühlen sich davon gestört und provoziert und wollen dann einfach stören und laufen dann einfach durch die Menge oder kicken eine Glasflasche die Treppen runter. Und da ist dann eben auch, also ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das abgesprochen war, aber es saß so eine Gruppe immer am Rand, die das so im Blick hatte, und die sind dann hin und haben gesagt, was ist eigentlich? Und dass es halt da diese Leute gab, die dafür zur Verfügung standen und dieses Stören überhaupt mal thematisiert haben, weil ich habe den Eindruck, wenn es halt keine Verantwortlichen gibt, dann sind halt alle, okay, da ist jetzt eine Gruppe, was wollen die? Weiß man nicht, und niemand tritt aber den Schritt auf die zu, und dadurch nimmt man ihnen vielleicht auch schon den Wind aus den Segeln, statt dass sie dann die ganze Zeit, wie auch immer, durch Körpersprache oder lautes Reden oder was auch immer, halt die ganze Gruppe stören und dadurch ja das erreichen, was sie wollen, nämlich dass wir still bleiben und irgendwie ausweichen. Ja, genau. Dieses Großmachen kann ich auch nur bestätigen. Also das kommt ja irgendwie, glaube ich, aus einem Ego-Problem raus, dass es sich, man selbst eine Behauptung braucht und das auf andere klein macht, um sich selber größer zu fühlen. Und wenn es aber da jemanden gibt, der bereit ist, dem gegenüberzutreten und zu sagen, ich bin noch größer als du, dass die Menschen sich recht schnell eigentlich zurückziehen. Das kann manchmal eine Person sein, aber manchmal reicht eine nicht, wenn es eine komische Gruppe ist.
aber ich mache eben auch im Club SAS in Wien im ersten Bezirk auch quasi so eine Art Konzept, wo ich halt dort bin als Frau und eine Ansprechperson bin und halt wirklich beobachte, also so eine Gruppe dort am Rand, ich bin Teil der Party und beobachte halt so, wie verhalten sich die Menschen und was sind das für Interaktionen und warte nicht auf eine Security, der kommt, bis irgendwas passiert, sondern wenn ich merke, man ist die ganze Zeit so, dass er immer wieder zu mir das hingeht und einfach auf dieses Nein nicht reagiert, so schnell kann er gar nicht schauen, spreche ich ihn an, wenn er auf mich nicht gut reagiert, gehe ich zum Security, es gibt draußen Gespräche und bis zur Verweigerung sogar. Also, das sollen wir jetzt auch wieder einführen nach Corona, weil das vor allem bei den After-Hours dort irgendwo halt ein, sobald ein Publikum zusammenkommt, das irgendwie so gemischt ist, dass sich auch nicht kennt, das ist irrsinnig schwierig, da so eine harmonische Party oder ein Zusammenkommen zu ermöglichen. Und da braucht es halt immer jemanden, der das wieder irgendwie so richtet. Und der sich dann stellt und auch sagt, nein. Ja, schön, dass du gleich das gesagt hast. Kann ich nicht antworten. Ich wollte dich nicht gerade eben fragen, du hast ja mit Rape Reflections vor einem Monat oder so oder ein bisschen länger her eine Ausstellung gehabt und das war eigentlich schön anzusehen, weil ja, Musik, Lichter und eine tanzende Person in dem Fall in der Öffentlichkeit auch noch, da wurde so irgendwie das Konzept Rave so ja, in die Öffentlichkeit gebracht und das fand ich ganz spannend. Was wolltest du denn damit bezwecken und es geklappt? Genau, also es war in Kooperation mit Claudia, die auch Visuals macht, also gerade Virginia de Muya und auch Offic, genau, die eine super begabte Künstlerin ist. Und wir haben die Ausstellung eigentlich im Zuge auch unseres Aktionstags der Clubkultur quasi eröffnet. Und es ging darum, also bei der U-Bahn-Station, also das Schottentor, zwei unten direkt bei der U-Bahn ist so ein Glascube. Der heißt Red Carpet Room, also das ist wirklich so ein Ausstellungsraum. Und wir waren dort mit dem DJ Maxi Freud von Connecting People und haben halt irgendwie versuchen wollen, eben auch ohne diesen Schall, dieses Gefühl von dieser Freiheit und diesem Tanz und diesen Bezug, den man da mit sich hat, wenn man da halt rumschwingt, dorthin zu bringen, wo halt Leute die ganze Zeit im Rush sind und halt einfach nur ein- und aussteigen und einfach um sich gar nichts mehr mitkriegen. Und eben, es war ja mitten in Lockdown-Situation auch und so, und trotzdem da zu zeigen, dass es etwas gibt, das irgendwie ein utopischer Traum sein kann, eine Vorstellung, etwas, das Menschen brauchen, aber einfach immer wieder in Alltagsmomenten halt irgendwie vergessen. Das wäre mir so diese Gegenüberstellung da. Okay. Wenn wir uns gedacht haben, ist auch ganz nett, mal zu zeigen. Voll, voll spannend. Das hat geklappt. Ja. Hast du auch eine perfekte Überleitung jetzt gemacht? Ah. Was für eine Utopie! ja, also, wie seht ihr denn eine queer gelebte utopische Clubkultur oder auch Veranstaltungskultur? Also ganz frei, was müsste passieren, was müsste sich ändern, was hat sich vielleicht schon verändert? Was glaubt ihr, das braucht Wien als Veranstaltungsort, dass nicht alle wegziehen nach Wien? Da wird man auch nicht besser. Ich finde die Frage recht schwierig, weil eben mit jeder Veranstaltung oder dem Hosting, das ich mache, versuche natürlich andere Aspekte mit einzubeziehen, weil immer alles gleichzeitig zu schaffen, und es geht nicht, vor allem wenn man irgendwie auch alleine arbeitet. Das ist anders, wenn nochmal ein Kollektiv mit 30 Menschen an einer Sache irgendwie so arbeitet, dann kann man nicht mehr einbeziehen. Und ich finde es halt da teilweise eben schwierig, weil die Frage ist, wen erreicht man damit? Also will man seinem Publikum quasi so das Beste ermöglichen oder will man mit der Party oder der Veranstaltung quasi der Öffentlichkeit nach außen hin ein Statement machen? Also zum Beispiel eben die Sichtbarkeit mit einbeziehen und deshalb gewisse Wordings verwenden oder halt nicht, um nicht nur auf die Wordings zu gehen, sondern den Menschen einen Raum zu geben. Und in meiner Utopie geht es eben gar nicht mehr darum, wer wie was in welcher Form ja ist oder nicht ist, sondern dass einfach der Mensch als Wesen so angenommen wird in all seinen Formen und man gar nicht mehr über irgendwas diskutieren muss. Und es da eine Akzeptanz, eine solidarische Bereitschaft und ein Miteinander gibt so. Und irgendwie gibt es das teilweise schon und irgendwie muss man da hinarbeiten und das finde ich immer so die Frage, wo man gerade steht und für wen man diese so Entwicklung irgendwie in Gang kommt. Ja, ich glaube, ich kann auch
vielleicht später viel zu diesen, also ich finde Utopien voll wichtig und ist für mich auch so ein Motor, um überhaupt in manchen Situationen auch aktiv zu bleiben, weil es einfach so eine Handlungsperspektive, ein wo es hingehen könnte, in multipler Form halt irgendwie aufmacht. Aber ich würde mich jetzt nochmal auf den Teil der Frage, wo du gesagt hast, was müsste sich ändern, halt einfach beziehen. Weil ich habe das Gefühl, es gibt da in Wien schon noch ziemlich gravierende Baustellen und auch überhaupt in der Clubkultur, weil halt über viele Dinge einfach nicht gesprochen wird. Es wird sehr, sehr selten über Geld gesprochen. Es wird nicht viel darüber gesprochen, wie Leute überhaupt da in diesen ganzen Kontexten aufgestellt sind. Es gibt einfach, die Szene ist immer noch nicht so divers wie die Gesellschaft. Also es ist teilweise eine sehr weiße Szene, es ist nicht sehr queer-inklusiv in diversesten Kontexten. Es gibt schon Gruppen, wo das halt anders ist und Räume, wo das halt versucht wird, aber wenn ich mir jetzt so die gesamte Veranstaltungsszene durchs anschaue, und das sieht man ja auch bei dem, was mit Female Pressure immer wieder und auch mit den Femdex so als Erhebungen da halt passieren, die Bookings sind nicht 50-50, dass queere Personen, die in dem Bereich aktiv sind, selbstverständlich auch Space bekommen, ist nicht der Fall. Ich habe als queere Person nicht nur in der Szene, sondern auch in der Politik oft das Gefühl, dass eigentlich wir nicht wahrgenommen werden. Also ich werde wahnsinnig oft misgendert, obwohl ich das sehr offensiv kommuniziere, dass ich eben nicht weibliche oder männliche Pronomen für mich möchte. Das wird nicht respektiert oder sehr selten respektiert. Natürlich dann in Community-Kontexten, wo man sich kennt, schon eher. Das gibt es auch durchaus die Bereitschaft, das zu lernen. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch weit weg von dieser Utopie, dass wir wirklich halt diese gesellschaftliche Diversität auch leben. Und ich finde es auch wichtig, das in einer Form zu machen, sich dem anzunähern, wo es jetzt nicht darum geht, quasi zu sagen, ja, das muss jetzt so oder so sein, sondern halt sich auch zu überlegen, wie man da halt mit Allianzen, mit einer Diversität halt hinkommt, dass es nicht ausschließend zueinander wird. Ich glaube, das ist auch so ein tricky Aspekt von diesem Machen. Aber ich würde mir halt wirklich wünschen, dass über diese Themen mehr geredet wird. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass auch so ein gewisser Hate gegenüber Veränderungen halt in manchen Teilen von der Szene da ist. Also ich finde es total positiv, dass wir uns organisieren, eben zum Beispiel über die Clubkultur und über andere Formen. Jeder Zusammenschluss, wo sich Menschen organisieren und gemeinsam überlegen, wie sie Dinge tun können, ist, finde ich, ein großer Fortschritt. Aber was ich mir wirklich auch wünschen würde in der Szene, wenn es da halt Kritik gibt oder Probleme gibt, dass halt auch offen kommuniziert wird. Und was ich halt richtig toxisch finde, ist teilweise so dieses hintenrum reden, Dinge nicht direkt sagen oder auch die Art, wie halt Kritik kommt. Dass halt so wenig teilweise auch wertgeschätzt wird, dass da Leute richtig, richtig viel Zeit und Energie für kollektive Ansprüche, für ein partizipatives Organisieren, Einbringen in verschiedensten Kollektiven und Kontexten. Und ich glaube auch, dass, um zu dieser Utopie zu kommen und vielleicht einen Bogen zu machen, aber mich würde auch voll interessieren, was ihr zu diesen Problemstellungen sagt, glaube ich, brauchen wir einfach mehr zusammenarbeiten, mehr wirklich auch vernetzen und vielleicht auch nur punktuelle Arbeit. Ohne gemeinsames Organisieren wird es, glaube ich, sehr schwierig. Ich denke, man muss es halt auch dann, wir können ja nicht die Clubkultur losgelöst von allem drumherum denken. Und also ich habe so einen verstaubten Controller zum Beispiel in meinem Schrank, den ich mir vor 4 Jahren gekauft habe und damals noch nicht viele Leute kannte und halt so die ersten DJs, die ich kennengelernt habe, gefragt habe, hey, kannst du das vielleicht mal zeigen, da kannte ich auch nur männliche DJs. Und ich hatte immer das Gefühl, das müsste dann mit irgendeiner Gegenleistung verbunden sein. Genau, und dann ist es dazu nie gekommen und halt auch sowas, also das ist jetzt glaube ich das erste Mal, dass ich da überhaupt drüber rede, da fängt es an und hört dann auf bei sowas wie, bei den Sex-Positiv-Partys war halt immer wieder die Anfrage, könnt ihr mich zur U-Bahn begleiten, weil ich mich nicht traue, allein dahin zu gehen. Also, es hört halt nicht bei den Clubtüren auf. So. Also muss sich halt die ganze Welt ändern. Leider. Das ist working on it. Da habt ihr
gute problematische Punkte gebracht, was meine utopische Vorstellungsidee jetzt zunichte gemacht hat. Aber ich verstehe es auch. Ja, voll. Also was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass ich auch das Gefühl habe, also was mich irgendwie ein bisschen stört, sind immer diese leeren Worthülsen, dass man immer sagt, oh, wir sind das und wir sind das und wir sind das. Und dann ist man auf der Party und es passiert halt genau das Gegenteil. Und dann denke ich mir immer so, okay, ja, super, ich kann jetzt viel sagen und wir sind divers, aber am Ende sind es halt doch immer die gleichen, die auflegen oder so. Und Shoutout ans Push-Kollektiv oder Push-Netzwerk, das ist ein Kollektiv. Genau, dass sie jetzt genau das machen, was eigentlich so Wien vielleicht auch braucht. Finde ich, um sich kollektivieren und zusammenschließen, wie du auch schon gesagt hast, wir müssen miteinander reden, wir dürfen nicht aufhören, darüber zu reden, wir müssen uns immer wieder neu irgendwie vernetzen und ja, uns sichtbar machen und das, was wir halt sagen wollen und verbünden, genau. Voll. Habt ihr noch das ja, Übergang, Push Network? Ja. Die Sophia lebt bei meinem Event auch. Event, also es wird Saat und Zucker heißen und es ist am 23. Juli im Flex und genau eben, ich habe mir überlegt, also die Anfrage zum Beispiel war dahin, die macht doch quasi so eine Female Party oder so. Es ist schon so, sie wissen so, man muss was machen und dann halt kümmere du dich darum. Und dann war ich so, okay, eigentlich wenn es eh mal auch gut wieder eine Frau hatte, dann war ich so eigentlich gar nicht so, weil wo bin ich gerade stecken geblieben. Also so diese Idee zu dem Konzept, um was geht es mir eigentlich wirklich? Weil es gibt so viele Bewegungen, die es richtig machen und viele, die es falsch machen. Und das ist ja auch so quasi, womit arbeitet man? Und dann habe ich mich einfach dazu entschlossen, dass es eben mir nicht darum jetzt geht, jetzt nur Filter irgendwie herzuzeigen oder weil es irgendwie einen anderen Perspektiv, ich will keine Sexpro-Party machen oder irgendwas, sondern ich will einfach dass der Mensch sich mit seinem Körper akzeptiert und wohlfühlen kann. Und das ist quasi beim Line-Up, werden schon, ich glaube, sind es 85% an Frauen sein, aber ich will nicht Männer ausschließen. Also so, solche Sachen sind dann irgendwie auch komisch, wenn ich quasi einem benachteiligten Aspekt Raum geben will, nicht einem anderen auch noch Raum nehmen will, sondern ich möchte, dass im wirklich utopischen Fall quasi alles zusammenkommen kann, ohne dass es da eine Rechnung gibt für die andere Seite. So. Genau, das versuche ich bei diesem Event zu machen und hoffe, dass es ankommt. Und dass eben auch eine Awareness-Team natürlich da gearbeitet wird, wenn es darum geht, dass erstens sich Menschen wohlfühlen, aber auch zweitens, wenn sie vielleicht Haut zeigen wollen. Also abgesehen von diesem Hautaspekt-Faktor geht es auch einfach darum, dass es bei der Tür eine Art Mantra gibt, dass die Leute wissen, warum kommen sie zu der Party, was geht es ihnen und dass mit denen jetzt auch gesprochen wird. Weil ich glaube, eben da ist es das Wichtige, eben bei der Tür eigentlich, dass eben in der Öffentlichkeit gibt es keine Tür, im Club gibt es auch die falsche Tür. Warum ist ein Mensch wo, was sind deine Hintergründe? Und das ist so, worauf ich eigentlich dort achten möchte. Und es wird Kunst geben und Performances geben und Musik geben und ja, die dürfen raven, weil 23. Juli ist so unser Restrictions Day! Ja, das ist genau eine Zeit davor und deshalb wird da wahrscheinlich wirklich fett Party abgehen. Kommt alle! Bra! Sehr gut. Ja, dann, cool. Also, möchtest du was sagen? Ja, ich wollte nur, weil du gesagt hast, sozusagen, dass wir ein bisschen die Utopie zunichte gemacht haben. Ich fand es voll gut, dass du auch noch auf die Kritik, also, dass du da noch quasi mit ergänzt hast, weil es ist natürlich nicht das niceste Thema, halt über die Dinge zu reden, die in der Szene schieflaufen, aber ich glaube, dann kommen wir auch zu dem Punkt, wo die halt die Utopie greifbarer wird und deswegen mag ich schon nochmal die Utopie auch einbringen, weil ich fand es ganz schön, was auch so zum Teil gesagt wurde, es geht darum, einen Raum aufzumachen, wo diese Dinge nicht mehr relevant sind und ich glaube, das ist ganz viel für mich auch das, was Utopie ausmachen würde, also eben ein Raum, wo es keine Awareness-Teams mehr braucht, wo eigentlich die Gender-Identität nicht mehr relevant ist und wo auch andere Dinge jetzt ganz grob ja auch summiert unter Race, Class, Gender so keine Relevanz mehr auf darauf haben, wie ich mich in einer Welt entwickeln kann. Und das ist schon
so etwas, wo ich echt gern hin will. Ja. Also ich würde echt gerne eine Welt haben, das ist auch für mich eine Motivation, um zu agieren. Ich sehe da jetzt nicht auch so diese eine Zukunft, sondern halt wirklich so eine Diversität von wie es halt sein könnte, wenn das halt funktionieren würde, wenn tatsächlich halt all diese Pluralität, die Menschen halt sind, halt auch diesen Raum haben könnten. Und das wollte ich nur noch mal so in den Raum stellen, weil ich es halt, weil ich auch gesagt habe, boah, es ist ein wichtiger Motor, um für mich immer aktiv zu sein. Und ich finde aber auch, dass wir, genauso wie an den gemeinsamen Organisieren, auch an diesem Bild, an diesen Bildern halt irgendwie arbeiten müssen, dass wir das halt konkretisieren und auch im Hier und Jetzt sozusagen mit all diesen Widersprüchen auch immer wieder Bubbles schaffen, die uns die Kraft geben, diese Prozesse halt voranzutreiben. Deshalb sind Veranstaltungen so schön, weil sie sind ja teilweise schon so eine Möglichkeit, wie eigentlich Welt oder Gesellschaft zusammenleben kann. Und das ist teilweise ein Festival, so eine Partys eben für ein Zusammenkommen ein gutes funktioniert. Es ist aber ein super Wort, ja. Aber das ist eben genau das. Deshalb habe ich mich auch entschieden, damals eben so Kolumne für Rave-Kultur, für Clubkultur zu machen, weil das sind schon so viele Menschen, die in dieser utopischen Vorstellung und von Gleichberechtigung und Solidarität und Miteinander und Nachhaltigkeit sogar auch zusammenkommen. Dieser Austausch war immer so wie hier, dass wir miteinander reden und halt auch ihr da dann halt draußen zuhört und uns auch vielleicht einen Schlag gibt. Das ist schon voll wichtig. Ja. Ich wollte gerade noch sagen, also das, was ihr gemeint habt, ich finde auch, das ist für mich auch so ein politischer Anspruch von Feiern oder Veranstaltungen, so im Idealfall, also das, was du ja, so wie ich die Veranstaltung verstehe, auch versuchst, eben möglichst nah einer Utopie im Kleinen zu kommen. Und dadurch irgendwie einen Möglichkeitshorizont zu sehen, dass es vielleicht auch im Großen gehen kann. Ja. Also eben ist klar das Ziel und eben oft genug reproduziert es genau eigentlich wieder andere Sachen. Aber das finde ich, also ich finde nicht, dass die Utopie ganz gut ist damit. Und auch jeder Mensch, der wohin geht und diesen Input vielleicht noch nicht bekommen hat, hat den dann wieder nach außen raus. Und das finde ich eben das Schöne an dem kreativen Arbeiten oder diesem Miteinander da. Ist überall so, einmal sieht man da die Auerfahne, einmal sieht man da irgendwie einen Post von hier, einmal ist da bei dem Rave, einmal eine kleine Leitung von dir und irgendwas bei mir auch. Und dann ist dieser Mensch schon wieder mit einem ganz anderen Mindset rausgegangen. Und ich glaube, das ist die Utopie dann im Endeffekt, dass man sich so bemüht, daran festzuhalten und nicht das andere sich so überkommen zu lassen. Das Ganze negative Trash, wenn ich wollte. Okay, also ich höre hier ganz viel. Positiv! Ja. Das ist sehr schön. Ja, freut mich voll, dass ihr heute da wart, wieder darüber geredet habt und ich hoffe, ein paar Leute, die sich jetzt gerne nach und reagieren sich auch. Und ja, wir machen weiter Partys. Ihr macht die Party sicher. Ja. Und jetzt hören wir noch ein paar Tracks und schließen die Sendung und ja. Genau, bis zur nächsten Sendung vielleicht. Gerne. Danke, ciao.